Im Folgenden wollen wir den Zwischenwertsatz erklären und formulieren. Wir interessieren uns für stetige Funktionen auf einem abgeschlossenen Intervall mit linkem Endpunkt a und rechtem Endpunkt b. Und wir legen uns jetzt mal darauf fest, dass der Funktionswert an der Stelle a einen fixen Wert f von a annimmt und an der Stelle b einen Wert f von b. Und wir legen uns zusätzlich auf einen Wert s fest, der zwischen f von a und f von b liegt. Und jetzt ist die Frage, wie oft eine stetige Funktion diesen Wert s kreuzen kann. Und wenn man mal ein bisschen rumprobiert, dann ist ziemlich klar, dass es möglich ist, den einmal zu kreuzen. Und wenn man einmal nach oben geht und dann wieder nach unten, wieder nach oben, dann kann man den auch dreimal kreuzen. Und wenn man sich genau anstrengt und präzise malt, dann kriegt man es auch hin, dass der den genau zweimal kreuzt. Aber der Zwischenwertsatz stellt jetzt die Frage, ob es auch möglich ist, dass dieser Wert überhaupt nicht angenommen wird. Und die Antwort ist nein, das muss immer so sein. Formal sieht die Aussage so aus. Für alle reellen Zahlen a und b mit a kleiner b und für alle stetigen Funktionen auf dem abgeschlossenen Intervall von a bis b und für zusätzlich alle Werte s, die zwischen dem Funktionswert an der Stelle a und dem Funktionswert an der Stelle b liegen, gibt es eine Stelle x innerhalb dieses Intervalls ab, sodass der Funktionswert an dieser Stelle x genau der Wert s ist. Wir werden hier den Beweis nicht ausführen, also nur ganz kurz. Eine häufige Beweisstrategie ist, eine Intervallschachtelung anzugeben. Das ist eine Folge von Intervallen, die immer kleiner wird. Und zwar in diesem Fall so, dass der Funktionswert an der linken Stelle immer kleiner gleich dem s ist und der Funktionswert an der rechten Stelle größer gleich dem s. Und dann ergibt sich dieses x als Grenzwert der linken und rechten Intervallgrenzen.